Die Aktienmärkte an der Wall Street haben gestern mit etwas Verunsicherung und auch Verärgerung registriert, dass es etwas schwieriger wird, die sogenannte fiskalische Klippe zu vermeiden. Was ist diese fiskalische Klippe? Nun, es ist das Loch, das entsteht zwischen dem alten Stimulusprogramm durch die US-Regierung und dem neuen Stimulus, der da kommen soll. Die Schecks, die die Amerikaner erreichen sollen, die keine Arbeit haben, denen ging es ja vorher nicht schlecht, diesen neuen Arbeitslosen. Die haben teilweise mehr verdient als zuvor, die haben mehr konsumiert als zuvor, war ja ein Bombenleben, aber das endet jetzt, wenn nichts Neues kommt. Und genau das ist die Schwierigkeit. Es ist ja gewissermaßen ein Krimi. Hier sehen wir die handelnden Personen: Jerome Powell, Larry Kudlow, Mitch McConnell an vorderster Stelle, Steve Mnuchin, auch Donald Trump. Die haben hier vieles zu gewinnen oder eben auch zu verlieren. Schauen wir uns mal an, was derzeit vor allem die Märkte hier nervt. Das ist, dass selbst innerhalb der Republikaner keine Einigung gefunden werden kann, was da eigentlich kommen soll. Da will man ja $200 jetzt pro Woche verschenken und einige andere Maßnahmen machen. Aber so hat Mitch McConnell selbst zugeben müssen, um und bei die Hälfte der Republikaner im Senat, also innerhalb der eigenen Partei, ist nicht einverstanden mit diesem Vorschlag, weil viele sagen, Mensch, hier die nächste Billionen gleich wieder raushauen, das kann so nicht weitergehen. Die Republikaner sind ja eigentlich eine Partei, die es mit Staatsausgaben nicht so wahnsinnig hat. Dementsprechend gibt es da Unmut. Auch Donald Trump gestern in der so hervorragend informativen Pressekonferenz gestern in Sachen Coronavirus, hat er gesagt, dass er da mit einigen Punkten nicht übereinstimmt. Und das gibt den Demokraten eigentlich eine gute Ausgangsposition, wie Chuck Schumer, einer der führenden US-Demokraten, gestern gesagt hat. Ja, wir haben einen gewissen Hebel, sagt Schumer, weil die Republikaner, die haben schlechte Umfragewerte, die müssen jetzt was präsentieren, die brauchen Erfolge. Wir haben also einen Hebel, so Chuck Schumer, und wir sind nicht gerade zimperlich, diesen Hebel zu nutzen. Das könnte also noch eine sehr, sehr lange Geschichte werden, und als Faustregel kann vielleicht gelten, je länger diese Geschichte dauert, je länger es keine Einigung gibt, umso schlechter für die US-Wirtschaft, denn das dämpft die Konsumlaune, das wird Vertrauen verspielen und desto schlechter eben auch für die Aktienmärkte, das als Faustregel. Und für die Aktienmärkte gilt, die werden uns wahrscheinlich schon in nächster Zeit sehr klar sagen, wer die Wahl gewinnen wird. Die Aktienmärkte haben in Sachen Prognostik der Wahl eigentlich eine sehr gute Trefferquote. Und wir sehen, dass gerade 3 Monate vor den Wahlen, die ja jetzt Anfang November stattfinden, also jetzt praktisch in diesem Zeitraum, der jetzt beginnt, da zeigt sich eine starke Differenz zwischen der Entwicklung, wenn die regierende Partei gewinnt, also die Republikaner, dann haben wir durchschnittlich einen Gewinn von über 4%, weil man sich sagt, geht alles so weiter wie bisher, ist verlässlich, wissen wir, was wir kriegen. Dagegen, wenn es einen Regierungswechsel gibt, dann neigen die Aktienmärkte zum Verlust. Das sehen wir hier in dieser Grafik, dieser blaue Balken nach unten links. Da sehen wir, dass die Geschichte schwieriger werden könnte. Schauen wir uns noch an, was gestern gelaufen ist. Wir haben nachbörslich dann Zahlen gesehen von AMD, die waren sehr gut, die Aktie ging nach oben, auch die Aktie von Starbucks ging nach oben, obwohl die Zahlen eigentlich grottig waren, aber weniger grottig als die Erwartung, da ging wirklich grottig die Entwicklung, vor allem bei Visa und auch eBay ist gestern gefallen. Heute haben wir Zahlen von Shopify, Boeing, General Electric, General Motors und Spotify. Also die Berichtssaison geht ja jetzt weiter. 37% aller S&P 500 Unternehmen werden in dieser Woche berichten. In Sachen Coronavirus haben wir in den USA einen nach wie vor erhöhtes Level neuer Infektionen, aber es ist ein bisschen zurückgegangen, ebenso wie die Tests. Hospitalisierungen bleiben noch hoch, aber die Todeszahlen steigen. Wir haben jetzt konstant immer über 1000 Tote. Hier sehen wir die neuen Coronavirus-Fälle, 7-Tages-Durchschnitt. Das scheint erstmal ein Plateau zu erreichen. Donald Trump hat gleichwohl in den letzten Monaten immer wieder von großartigen Fortschritten gesprochen. Tremendous progress, fantastic progress. Und gestern auch wieder der Hinweis, es wird bald einen Impfstoff geben. Ja, so bald kann man gar nicht gucken. Jedenfalls immer wieder diese Hoffnungsschürerei, dieser Optimismus von Donald Trump. Hier mal eine Grafik, die sozusagen seine Aussagen zeigt und das in Relation zu den Todeszahlen in den USA. In Sachen Coronavirus ist es so, dass wir jetzt in anderen Regionen weiter Schwierigkeiten haben. Queensland in Australien will jetzt seine Grenzen schließen zu der Region Sydney. Das dürfte die australische Wirtschaft zurückwerfen, nachdem Melbourne ja schon unter teilweise im Lockdown ist. Wir haben
heute den höchsten Stand der Neuerfälle in China seit Mitte April. Mal sehen, ob die Märkte darauf reagieren. Jedenfalls, wie Sven Hendrik hier zeigt, ist kaum einer abgesichert. Wenn wir jetzt bis Freitag nicht eine deutliche Änderung kriegen im Put-Call-Verhältnis, also in dem Verhältnis von Puts zu Calls, dann werden wir ein neues Allzeittief machen in Sachen Put-Call-Ratio. Es gibt also so wenig Puts, so wenig Absicherung auf die Märkte wie noch nie. Alle gehen von weiter steigenden Kursen aus, kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Das angesichts der Tatsache, dass eben diese Märkte, vor allem die großen Tech-Unternehmen, die jetzt in den Fokus rücken vor dem morgigen Super Tuesday und vor der heutigen Anhörung oder heute startenden Anhörung vor dem US-Kongress der großen Tech-Bosse. Jeff Bezos wird heute zum Beispiel auftreten. Wir sehen, dass die Marktkapitalisierung von Apple allein das 2,5-fache ist, das von allen, von der gesamten Edelmetallindustrie. Also da ist durchaus Sportliches in Sachen Bewertung der Fall. Und Amazon wird ja heute auch berichten. Ich hatte das vorhin gesagt, Jeff Bezos wird berichten. Und jetzt ist schon das Statement bekannt geworden, dass Amazon hier, oder was Jeff Bezos in seinem Eingangsstatement sagen wird. Und das ist wirklich super. Wir sind absolut erfinderisch, wir sind ein Joberschaffer und wir sind ein kleines Einzelhandelsunternehmen, das in einem extrem wettbewerbsintensiven Umfeld sich befindet. Also nichts Monopol, nichts zu große Dominanz. Das wird also wunderschön runtergespielt. Da wird dann von Jeff Bezos gesagt, wie groß doch eigentlich Walmart ist. Die sind online auch super, super stark. Die machen 3/4 ihres Umsatzes bereits online. Und wir sind klein, wir sind fein. Also ihr braucht keine Sorgen haben, dass wir irgendwann dominant werden. Wer es glaubt, wird unbedingt selig. Die Charts sind wenig verändert im Vergleich zu dem Handelsschluss. Deswegen will ich sie heute nicht bringen. Sie wären gewesen von Capital.com, meine Damen und Herren. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Wir werden heute über die Fed berichten. Ab 20 Uhr, 20.30 dann die Pressekonferenz von Jerome Powell. Und morgen haben wir natürlich die Zahlen der großen Tech-Unternehmen bei finanzmarktwelt.de. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diesen Handelstag und sage Servus und Ciao.